Kommen wir nun zu einer für uns elementaren Säule des Trainings, den Leistungstests. Mit diesem fußballspezifischen Stärken-Schwächen-Profil kannst du künftig das Training deiner SpielerInnen besser steuern und gleichzeitig siehst du auf einen Blick, wo die Entwicklungspotenziale deiner SpielerInnen liegen. Gehe hierzu in die Kategorie Training und scrolle anschließend nach unten, bis du das Feld Leistungstest siehst. Falls du selbst schon einen Test absolviert hast, siehst du jetzt deinen Score. Ansonsten die unterschiedlichen Testbereiche. Da gute FußballerInnen kräftig, schnell, ausdauernd und beweglich sein müssen, haben wir uns genau für diese Kategorie entschieden und nach der aktuellen sportwissenschaftlichen Praxis aufgebaut. Die Tests können deine SpielerInnen einzeln oder in Gruppen absolvieren. Auch die Abfolge, ob du alle am Stück oder nach und nach durchführst, ist dir überlassen. Wir empfehlen, die Tests auf 2 Tage zu splitten. Erster Tag Kraft und Mobility, ein Tag Pause und dritter Tag Schnelligkeit und Ausdauer. Starten wir jetzt mit den Krafttests. Ganz oben siehst du die ungefähre Länge des Tests, welche Kategorien überprüft werden und welche Hilfsmittel du benötigst. Vor dem Start der Tests empfehlen wir aus Performance, aber auch aus Verletzungspräventionssicht immer ein kurzes Warm-up. Anschließend zählt ein 5-sekündiger Countdown herunter und schon startet eben dieses Warm-up. Durch Wischen springst du jetzt zur nächsten Übung. Nach dem Aufwärmen landest du unmittelbar im ersten Krafttest, dem Push-Up. Du erhältst zunächst eine kurze Info der Testübung sowie im nächsten Reiter ein Beispielvideo mit der korrekten Ausführung. Für genauere Infos kannst du auch hochswipen und die Anweisungen durchlesen. Hinter dem Reiter Start liegt bereits dein Timer, den du zum Start des Tests drücken musst. Nach Ablauf der Zeit trägst du in das freie Feld deine komplett absolvierten Wiederholungen ein und beendest den Test. So funktionieren auch die Lunges, der zweite Test. Auch hier gibt es für dich die 3 Reiter Info, Video und Start. Und wie bei den Push-Ups gibst du auch hier deine erreichten Wiederholungen in das freie Feld ein. Analog verfährst du anschließend auch mit den Testbereichen Reverse Nordic und dem B42 Sit-Up-Test. Die letzte Testkategorie im Kraftbereich, der B42 Wall Sit, funktioniert etwas anders. Anstatt eines Countdowns von 1 Minute wird hier hochgezählt. Bedeutet, versuche den Wall Sit so lange wie möglich zu halten und drücke anschließend auf Timer stoppen. Als nächstes betrachten wir den Mobility-Test etwas genauer. Im Hamstring-Stretch erhältst du wieder die mittlerweile gewohnte Ansicht von Info und Video mit Swipe-Up-Möglichkeit für noch mehr Informationen. Da es hier jedoch nicht um die Geschwindigkeit oder Wiederholungsanzahlen geht, erhältst du im Reiter Ergebnis 7 Bewertungsoptionen. Wähle einfach aus, wie weit du gekommen bist, indem du das richtige Bild auswählst. Nach dem gleichen Muster funktionieren auch die 4 weiteren Mobility-Tests. Der Quad Stretch zur Überprüfung der vorderen Kette, der Knee-to-Wall-Test zum Testen deiner Sprunggelenksmobilität, die Rotary Mobility, um die Beweglichkeit deiner Schultern zu erkennen, und der Deep Squat, um die Ganzkörperbeweglichkeit bestimmen zu können.